Moin und herzlich willkommen zu Occupy Mars. Jo, weiter geht's hier auf dem Mars. Wir wollen Metall suchen. Nein, Erze. Also Silizium und Aluminium. Was waren das andere noch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, heute ist ja eine kurze Woche. Ne? Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag. Nein. Doch, also ich wollte nicht in den Drucker. So, ich brauchte jetzt Eisen. Okay, alles klar. Ja, ich hoffe, ich weiß nicht, habt ihr auch Brückentage oder so? Ich habe mir auf jeden Fall den Freitag freigenommen. Langes Wochenende, hallo. So, Aluminium, da haben wir doch schon mal was. Das ist doch schon mal gut, dann machen wir das gleich mal frisch. Da brauchen wir ja nicht ganz so viel, das ist ja alles, geht ja eigentlich. Das sollten wir fix hinbekommen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass wir hier auch Silizium haben, davon mal abgesehen. Ne? Ja, nee, da bin ich jetzt erst tatsächlich drüber gestolpert mit dem Rover, dass wir ja auch den Rover haben. Das war ja jetzt aber hier nicht so doll. Nee, das will ich nicht. Und keiner sagt mir was. Mensch, Leute. Eisen, das ist gut. Oh, guck mal hier, 756. Weil der Pickup, also der Pickup, nicht der Rover. Ich glaube, ich habe schon wieder Rover gesagt. Ne? Der Pickup ist natürlich schneller. Wir kriegen hinten auf die Ladefläche das ATV. Und wir sind natürlich geschützt. Sollte doch mal was kommen. Also denke ich, ich weiß ja nicht, ob man da mittlerweile wegfliegen kann mit dem Ding. Also ich weiß, dass ja bei Asteroideneinschläge oder so sollte man denn schon mal Deckung suchen, auch mit dem Fahrzeug. Übrigens kam ja auch ein Tipp, habe ich letzte Folge ganz vergessen zu sagen. Ist ja schon wieder 18 Uhr und, ach du Schande. Da kam ja der Tipp, wie gesagt, sollte ein Sturm oder so kommen, dann sollte man ganz schnell weg von der Basis. Na ja gut, weil man die Möglichkeit hat, mit dem ATV würde ich da nicht wegfahren. Weil man zieht ja denn, also wenn es angekündigt ist, ne, wenn es angekündigt ist. Weil Stürme oder so ist ja okay. Aber das Wetter halt, um wohl, denke ich, auch die Performance ein bisschen zu schonen, passiert dann ja immer um dich rum. Und wenn dann ein Wetter angekündigt ist, kann man sich in irgendein geschlossenes Fahrzeug etc. setzen. Und dann ganz schnell wegfahren, dann nimmt man das Wetter mit und so kann man seine Basis schützen. Also macht natürlich Sinn, wenn man weiß, es kommen Asteroiden. So, okay. Okay, also wir gehen jetzt erst einmal wieder rein, dann pennen wir und morgen früh als allererstes den Anzug aufladen. So, Steinchen können wir ja schon mal reinschmeißen, ne? Auf. Zack. Zack. Können wir gleich mal gucken. Ja. Jetzt brauchen wir nur einmal Silizium, 10 Stück. Dann hat sich die Sache erledigt. Bis 20 Uhr kann ich tatsächlich. Bis 3 Uhr wieder nur. Ist klar. Ja. Mein Getränk. External pressure dropping. Gleich schnell dann noch Silizium. Erstmal den Akku einmal aufladen. Das wird nämlich mau. Aber da sollten wir mehr als genug von haben. Und Strom. Da gehen wir gleich direkt an den Akku. Und dann sollte das funktionieren. Ja. Ja, weiß ich. Darum gehen wir jetzt auch erstmal fix an das Ladegedöns. Gehen wir doch hier ran. Klemme ich dich ab. Und Feuer frei. Na, guck mal, hier geht's auch fix. Guck mal, wir sind erst bei 46%. Oh ja, das geht ja hier richtig schnell. Oh, das geht ja, passt mal auf, Leute. Wollen wir einmal unseren, wir haben doch hier noch einen.
Und sogar noch zwei, wenn das so heftig ist. Wenn das so schnell geht, würde ich doch den anderen auch gleich mit aufladen, ne? Oh, guck mal, ist ja lächerlich, was wir an Strom verbrauchen. Also, was wir da rausziehen. Oh, das ist gut. Das gefällt mir aber. Das geht fix. So, dann lass uns Nummer 3 auch noch aufladen, wenn wir dann schon dabei sind. Wenn wir schon dabei sind, so, und dann holen wir uns Silizium. Dann haben wir unseren super coolen Pickup. Was Doofes habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich war immer noch so auf, wo ich angefangen habe. Ich sag mal, im schweren Modus. Der auch nicht so ganz ohne ist, wie ich ja gehört habe. Weiß jemand, wo unser Flievertüt ist? Ah, nee, ich muss dahin. So, nimmst den Scanner. Wir brauchen noch einmal Calcium nicht. Eisen ist nett. Ah, jupp, und ein kleiner. Ich bin gespannt, ob wir für unseren Hobel, ob der sich weiterhin von alleine auflegt durch Solar auf dem Dach oder ob der auch wieder angeschlossen werden muss. Sonst früher ging das ja immer, dass er sich selbst aufgeladen hat. Ja, gut, ist logisch, klar. Also, aber da hätte man vielleicht so ein bisschen, dass er sich vielleicht ein bisschen lädt, aber nicht so schnell, wisst ihr? Naja, ich glaube schon, ihr wisst, was ich meine. Also, das ist schon ein bisschen und als Notnagel, weil dieses kleine Solarzellen-Ding kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so viel extrem. Wie viel sind das? Mich einmal kurz gucken. 7. Und 7. Und die. So, die nehmen wir erstmal mit. So, den Rest. Ah, lass liegen. Komm. Wir wollen jetzt unseren Pickup bauen. Dafür brauchten wir eine, korrekt. Und wir brauchen eine mittlere Leiterplatte. Aber die haben wir. Das sollte kein Problem sein. Leiterplatten haben wir eigentlich mehr als genug. Und höchstwahrscheinlich nur kleine und große, aber keine mittlere. Nein. Aber wir können ja mittlerweile Leiterplatten selber herstellen, ne? Können wir das schon? Können wir das schon? Ja, da, guck. So, aber wir wollen erstmal Lagerbestand und den darüber schieben. Das war hoffentlich jetzt nur eine. Mittlere Leiterplatte. Rover-Batterie, dann haben wir gleich unseren Piggy ab. Das freut mich. Ja, wie gesagt, wir können ja unser ATV unten raufpacken, haben die beiden Kisten. Was ich natürlich feiern würde, wäre natürlich, wenn man auch sowas kriegen würde wie Kisten für den Rover. Halt wie beim ATV, ATV-Kisten und Rover-Kisten. Oder kann man mittlerweile eine normale Kiste. Kann ich doch hier unter Deko, könnte ich die, glaube ich, ne? Aber ich glaube, hier habe ich ja keine Deko. Kann man normale Kisten mittlerweile hinten draufstellen? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Lagerbestand. So, dann gucken wir mal. Wo wollen wir den hinbauen? Hier? Also, das spielt, glaube ich, keine Rolle, ne? So. Tada. Jo, alles dafür da, alles dafür da. Leute, unser Pickup. Okay, Warnung vor schlechtem Zustand. Das kriegen wir hin. Oha. Müsste ich gleich tatsächlich mal gucken, ob wir davon. Ich weiß nicht, haben wir davon noch was? Sonst muss ich mal gucken, ob wir da was bauen können. Das muss ich vielleicht doch noch mal was organisieren. Hey, es dauert. Aber ich glaube, das ist auch Stufe 2 nur, ne?
von der Farbe her? Aber hätte ich schon eine höhere Stufe gehabt? Ich glaube nicht. Wir gucken gleich mal im Technik-Dingsbaum nach. Weil da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so sicher. Machen wir mal kurz 300 Schrauben reinblasen. Dauert einen Moment. Wir haben es gleich. Ich meine, verdammt, wir bauen es mit dem Lötkolben hier, mit dem Lötbrenner, Schweißbrenner, eben ein kleines Auto zusammen. So, Electronic, 20 Stück. Nein, nein. Was ist er jetzt? Etwas verpasst? Nö. Nö, nö. Alles gut. Oh. Doch mehr. Ey, was haben wir denn jetzt da für einen Stauraum? Der ist doch weitaus größer, ne? Der ist weitaus größer als vorher. Definitiv. Aber sowas von größer. Dann packe ich das mal da rein. Ja, wie geil ist das denn? Juhu, da haben wir ja Platz. Guck mal, das kann ich hier auch reinpacken. Jo, zwei Lebensmittel habe ich hier und die lasse ich. Die Sicherung packe ich hier mal mit rein. Das ist noch nicht voll. Das bleibt, das bleibt, das bleibt. Das bleibt. So, die machen wir mal voll. Ich weiß gar nicht, was ist mal 20? Das ist mal 50, ne? Und eine Anzugsbatterie würde ich auch lassen. Ja, ja. Pass mal auf. Ich schmeiß mal die Nahrung hier rein als Notnagelsdings. H2O. Willst Wasser? Ja, ja, ich weiß, das Wasser. Aber guck mal, wir können das da mal reinpacken. Und ich glaube, ich lasse die Kabel auch mal hier. So. Obwohl... Ich lasse mal die Plätze da, weil ich will da oben nichts hinpacken, weil ich Angst habe. Das geht, kriege ich nachher. Wird schwierig. Aber was wir mal machen können, schließen. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut, Leute. Wir haben unseren Pickup. Hurra! Hurra! Der Pickup, der ist da. Jubidubidubidu. Wir haben einen Pickup. Ja, ich verstehe es nicht, dass mir das jetzt erst einfällt. So, lasst uns mal da rauffahren. Also ich mache das jetzt. Zum einen natürlich, um diesen wunderschönen, das wunderschöne ATV mitzunehmen. Und natürlich zum anderen, weil ich hier schön viel Material noch habe. Und guck mal, ja, guck mal, ich habe hier noch eine Reserve der Reserve. Tatsächlich. So, dann wollen wir das doch gleich mal ein bisschen hier verteilen. Das haben wir hier 50 Stahlplatten, die sind voll. Hier ist nochmal eine Batterie, hier ist noch eine Reserve. Das haue ich jetzt aber auch mit rein. Solche Sachen sollen denn da hinten mit hin. Packe ich hier schon mal eine Glasplatte. Ich kann hier schon mal Elektronik nochmal hinpacken. Und ich kann hier auch nochmal Solar reinschmeißen. Aber der Truck hat jetzt ja echt einen großen Kofferraum. Heidewitzka. So, bleibt. Hugenmörtel lasse ich hier drin. Das bleibt drin. Das geht dahin. Das geht dahin. Das war nochmal eine Stahlplatte. Das will ich alles nach vorne setzen. So, das kannst du da nochmal zumachen. Finde ich gut. So. Wahnsinn. Okay, hier sind so unsere lebensnotwendigen Gedöns. Batterie haben wir ja auch erstmal mehr als genug. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sehr schön. Eine Reserve am Mann, da habe ich eine von, da habe ich eine von. So, dann würde ich jetzt gerne noch einmal ganz kurz gucken, ob ich mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, nochmal so ein Reparaturset machen kann. Wenn wir eins verbrauchen, dass wir da mal was nachbauen. Da.
Okay, Aluminium fehlt jetzt noch. Können wir uns aber nochmal organisieren bei Gelegenheit. Machen wir jetzt aber nicht. Wir haben es jetzt 13:03 Uhr. Ich mache hier mal zu. Gucken, ob da irgendwann mal Sauerstoff reingeht. So, wie sieht's aus? Du hast ist noch okay. Nahrung ziehe ich mir jetzt erstmal nochmal ein. Ja, das ist noch hier unsere Billignahrung tatsächlich. Und warte, bevor du einsteigst. Wir waren hier hinten. Habe ich da einen neuen Punkt schon gesetzt? Aber es spielt jetzt keine Rolle, denn lasst uns. Ne, wir waren hier vorne. Guck mal. Mal auf, dann lasst uns den doch einmal entfernen, weil den haben wir ja eigentlich schon durchsucht. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach. Ey. So, nach unserem anderen Dings. Gut, dann fahren wir mal einmal dahin. Das sieht aus, da waren wir noch nicht so richtig. Ist doch schon was, oder? Ja, neuer PIN. Okay, rein mit dir. Einsteigen. Wo ist der neue PIN? Der neue PIN ist nicht da. Das finde ich ja. Bitte, liebe Entwickler, könnt ihr das nicht mal ändern? Ey, wieso kann ich bitte schön meine Karte von drin nicht lesen? Sorry, aber ich mach's einmal weg. Wollen wir ein Icon machen? Nein, machen wir nicht. Wir machen nur einen Tracker und den mache ich in Rot. Rot ist immer gut. Leute, Rot ist doch immer gut. So, da, neuer PIN. Ist ein bisschen weiter, aber das juckt uns jetzt ja nicht mehr. Oh, hat sich hier irgendwas verändert? Nein, Ladung hat sich. Haben wir drinne? Unserem Flievertüt. So, dann mal los. Scheiße. Warum ist der so lahm? Oh. Wir kein bisschen Strom haben. Was? Ich musste ihn erst aufladen? Ich habe doch eine Batterie drin jetzt, oder? Die habe ich doch aber drin. Oh, ich drehe durch. Ich drehe durch, Leute. Und ich habe noch ganz großspurig gesagt, ja, da können wir ja Dinge tun. Das siehst du ja hier. Akkustart. Ich habe aber doch den Akku habe ich doch, aber der hat doch einen Akku drin. Ne? Ich habe doch den Akku, der hat es mir ja angezeigt. Das finde ich halt nur ein bisschen. Wartet mal, ich muss mal gucken. Was brauchte ich nochmal für einen Akku? Du hast doch Feuer auf dem Kessel. Ja. Available point for technological advancement. Ich hab voll Dampf. Ich weiß gar nicht, wie viel der kriegen kann. Ich mach mal hier auf, keine Ahnung, ganz viel. 50? Ah, 42 kann der. Okay. Hier, 42. 42 Kilowatt, oder was? Megawatt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aha. Ja, gut. Dann würde ich sagen, was braucht. Na ja, gut, jetzt weiß ich es nicht mehr, was wir brauchten, ne? Ich glaube, Aluminium war es, ne? Ja, dann mach den mal voll, bitte. Aluminium war es. Dann lasst uns noch mal hier eine Runde Aluminium kurz mal rumkesseln. Das war lustig. Aha. Das war echt lustig.
Sonst war das so, hast du gebaut, konntest gleich losfahren, war immer voll. Ich glaube, ich habe den nie angeschlossen, seitdem ich spiele. Aber ich habe es ja gesagt, ich finde es ja gut. Ich finde das ja auch voll in Ordnung. Weil am Anfang war das schon ein bisschen, fand ich. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, na, es kommt ja auch immer drauf an, wie man fährt. Aber selbst nachher der Rover in seiner maximalen Ausbaustufe war früher ja auch, also da konntest du ja fahren ohne Ende, was auch okay war. Weil im Grunde muss man ja mal ganz ehrlich sein, ich bin ja nie so viel gefahren. Weil wir auch ganz schnell alles zusammen hatten. Und ich bin ja so der Typ, warum soll ich denn große Strecken fahren? Ich sehe ja nichts. Es ist ja letztendlich immer das Gleiche. Und da muss ich auch sagen, da war auch die Frage von einem von euch, der hat in die Kommentare geschrieben, warum spielst du eigentlich das Szenario nicht? Also erstmal meine ich, war doch so, dass das Szenario ja nicht, jetzt gar nicht freigeschaltet war. Also die Kampagne, ich nehme an, dass er die Kampagne meint, die ist ja, glaube ich, nicht freigeschaltet. Zweitens halte ich von der Kampagne eigentlich nicht so viel von, aber es wurde ja, also habe ich ja immer gesagt, ich halte da nicht so viel von. Jetzt im Early Access fand ich das ein bisschen Quatsch, weil es kommen ja immer neue Sachen dazu, aber dann wurde mir halt gesagt, dass im Grunde genommen das nichts anderes ist wie, wie die Sandbox, also das Sandbox-Gedöns hier, Sandkastenspiel, freies Spiel, sondern man bekommt halt dann auch dementsprechend Aufträge, kann dann, also bau das, mach dieses, mach jenes. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe null Erfahrung, ich habe es noch nie gespielt. Ich werde es auf jeden Fall mal spielen, wenn ich es rauskriege. Wäre was für Staffel 4. Aber wie gesagt, da würde ich dann. Warte mal, ich mach das mal weg, so sie irritiert mich ja immer. Keine Ahnung, wie sind da eure Erfahrungen? Noch zusätzlich? Also, wie gesagt, mir wurde es empfohlen. Ich meine, jeder hat ja auch seinen Geschmack. Ich würde es auch gerne mal spielen wollen, so ist das nicht. Also, ich lehne das ja nicht ab. Ich wusste es auch nie, ich habe es nie ausprobiert. Aber das würde die Sache natürlich dann schon, also wo ich darauf hinauskommen möchte, ist, dass ich halt gerne die, halt das Spiel dann auch interessanter wird, denke ich. 23, scheiße, Leute, das dauert ja ewig. Hui, Heidewitzka. Heidewitzka, und mit, ich kann nur mit zwei, jetzt weiß ich, ja, Kaloin, ich weiß jetzt, was du meinst, weil mit dem Rover wird es nicht anders sein, ne? Ja, schön. Da machen sich dann Akkupacks, die vollgeladen sind, machen auch wirklich Sinn. Die machen auch wirklich Sinn, ja. Jetzt weiß ich auch, was gemeint ist. Das hat sich ja, früher ging das Laden schneller. Das wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass die Ladezeiten der Fahrzeuge wirklich extrem lang sind. Es sei denn, ihr könnt ja, glaube ich, im Hangar nachher einen Schnelllader machen. Aber selbst das geht wohl auch nicht ganz so zügig. Und da muss ich aber wieder sagen, da macht natürlich die Ladestation, dieser Ladeschrank, Sinn. Weil da könnt ihr nicht nur die kleinen Anzugsbatterien reinpacken, also für die, die es nicht wissen, sondern auch die Akkus von Rover und von diesem Pickup zum Beispiel. Die laden dann natürlich auch nicht so schnell. Aber wenn ihr dann zwei Sätze habt, einen im Rover, einen im Schrank, kann man dann durchtauschen. Okay, kommt jetzt der nächste Knackpunkt, fahrt ihr natürlich eine größere Strecke, wird schwierig. Jetzt ist nur noch mal die Frage, konnten wir eigentlich schon unser Hauptquartier bauen? Nein, weil wie ich ja auch schon sagte, unser Hauptquartier wäre natürlich dann auch noch eine Nummer, die natürlich richtig cool wäre. So, wir haben es jetzt 16 Uhr und... Ich bin jetzt bei einer Ladung von 32%. Wir haben es allerdings schon 17 Uhr und ich würde sagen, wir gehen schlafen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt haben wir da keinen Strom drin. Ist das wichtig für uns, wenn wir schlafen? Nein. Hauptsache, wir sind hier sicher safe drin. Das geht immer. Wir haben halt kein Licht. Hier ist alles aus. Ich würde sagen, wir hauen uns einfach hin. Weil hier dürfte kein Strom mehr drin sein. Genau, weil wir haben es ja nicht angeschlossen. Dann schlafen wir. Ja, kommt, wir verpennen den ganzen Kram. Wir wollen ja nochmal auf Tour. Das ist ja wichtig. Ja, ich weiß, dass ich das nicht kann. Genau.
Verschlafen wir noch, dass der gleich durchgeladen ist. Ansonsten nehmen wir unseren ATV. Habe ich auch schon wieder nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir hinten, ja, unser Quad, da hätten wir ja losfahren können. Soll das Ding noch laden und gut ist. Wir haben doch Möglichkeiten, Mensch. Nee, bis 7 bitte. Ja, mach bis 8. Bis 8, das. Ja, an was man hier alles denken muss. So, wo war ich jetzt stehen geblieben eigentlich? Ich wollte euch doch noch was erzählen. Nee, das war die Ladestation mit den Akkus. So macht diese ganze Ladestationsgeschichte natürlich Sinn. Ich finde es nicht schlecht. Muss ich sagen, ich finde es nicht schlecht. Wiederum würde ich es auch noch einen Touch cooler finden, wenn wir in so eine Wasserstoffproduktion gehen können, wo wir unsere Fahrzeuge dann upgraden können. 100% Akkustand, das ist sehr gut. Wo wir dann halt unsere Fahrzeuge upgraden können auf Wasserstoff und dann mit Wasserstoff betanken. Das wäre doch auch geil. Also ich sage ja nicht, dass das jetzt sofort passieren muss, aber wäre doch schon eine nette Nummer, oder? So, hier läuft. Das ist alles gar kein Problem. Okay. So, und jetzt können wir endlich mal losfahren. So. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Wir sind bei 100%. Wollen wir mal sehen, wie lange halten die Akkus denn? Wir müssen da hinten lang. Der rote Pin. Aber wir schauen mal. Naja, wir müssen sowieso dann verbesserte Akkus und bla bla bla. Wir fahren los. So, das Ding zieht ab. Hinten ist alles drauf. Zur Not haben wir ja unseren Quad. Ja, also wie gesagt, ich würde tatsächlich gerne sehen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal das Hauptquartier kriegen. Aber dann müssen wir, also Hauptquartier wäre so ein Ding, wo ich eventuell auch noch sagen würde, wir fahren tatsächlich dann jetzt gerade, weil wir den Pickup haben, der ist auch schön schnell, einmal zurück zum Hauptquartier, damit ich das erforschen kann. Ich möchte hier jetzt nicht so eine Werkstatt noch aufstellen, weil ich würde dann tatsächlich lieber ein Hauptquartier erforschen, das haben wollen, bla bla bla. Und dann, ich glaube, da waren wir schon, haben wir das Tablet schon rausgeholt, ne? Das war ja auch orange, meine ich. Auf jeden Fall das als Notfallkapsel nehmen. Fände ich cool. Fände ich cooler, weil wir uns da dann auch mal eine Werkstatt und so einbauen, reinhauen können. Wisst ihr, also da können wir auch mal Nahrung machen. Da können wir sagen, wir sind zu weit unterwegs. Wir machen jetzt Siesta. So, das war eine Leiter. Ja, wir waren hier schon, Leute, ne? Kleine Leiterplatte. Ich habe ja alles liegen gelassen. So, Signal überprüfen. Von der Sonde. Eine Sonde. Ja, ja, ja. Wir können ja einmal gucken, wo die ist. Sollten wir vielleicht... Oh, nee. Jetzt mal wieder zurück. Wir sollten das vielleicht auch nicht ganz... Signal erkannt. Sonde ist in ihrem Sektor gelandet. Sie sollten... Achso, die ist beendet. Sondensignal. Meteorit ist klar. Ressourcen... Oha. Aber ich glaube, der ist dann ja schon durch, ne? Auf, wir schauen mal eben. Ist eine Ecke weg, ne? Nee. Wartet. Ja. Naja, das wollte ich jetzt gar nicht. Ablehnen wollte ich. Ah, ist ja geil. So, das ist das Neueste. Das ist alles so weit weg. Wieso kann er nicht mal was in die Nähe? Naja, was heißt so weit? Aber das will ich jetzt nicht. Das will ich jetzt nicht. Machen wir alles noch. So. Aber ich glaube, hier waren wir, sind wir schon durchmarschiert. Wie die Verrückten. Was ist das? Achso, unser Rover. Auch interessant. Ich glaube, hier oben, da, wie gesagt, da war noch eine Platine. Dann konnten wir hier nochmal kurz lang. Gehen hier gerne noch mal durch, grob. Würde ich lieber weiter... Ne, hier haben wir alle schon rausgemausert. Alles weg. Ja, dann fahren wir weiter. Wir fahren dann zum nächsten.
Hier haben wir alles drin. Es ist ja auch meistens das noch ein graues Signal oder so. Quatsch, graues Fragezeichen auf der Map ist. Das heißt dann, dass man da halt ein Tablet vergessen hat. So. Ja, nicht, dass da Staub reinkommt. So, okay, neuer Pin. Dann machen wir den Pin mal eben weg, Leute. So. Entfernen, danke. So, okay. Den haben wir richtig hier. Achso, weil wir schon Hand angelegt haben. Ne? Hier haben wir noch keine Hand angelegt. Hier haben wir es nur schon komplett durchsucht. So war das. Ja. Hier oben haben wir da noch einen. Würde ich sagen, übernehmen wir den einmal. Ja, das machen wir wieder in Rouge. Ja gut, das ist auch alles nicht so viel dran. Ne? Oh, ich sehe gerade die Zeit ist ja schon wieder um. Oh, die Zeit, die rennt aber auch. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich springe in die nächste Folge, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes, wir springen in die nächste Folge. Gut, dann sag ich mal, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ey, ich schieb's auf Alter, ich bin über 50, da darf man was vergessen. Tai gegen Zeng oder sowas, das wäre cool. Nein, also, ihr wisst, was ich meine. Ciao, euer Maruk. Ich hoffe, wir sehen uns übermorgen. Hey, der Witzka.